Also das Typische ist, dass dieser typische Vorwurf, du bist pädophil, oder der Vorwurf, das ist krank, oder das ist irgendein komischer Fetisch. Jetzt hast du aber schon gesagt, dass der Paul dich wickelt. Das heißt, großes Geschäft, kleines Geschäft? Also für viele ist es eben doch sexuell, oder es geht darum, viele wollen erzogen werden oder brauchen Schläge oder sowas. Du hast Durst. Müssen wir eine kurze Pause machen? Achso, du hast Durst. Du hast Durst, ja. Ja, aber das ist aber nicht schlimm. Also wir würden jetzt nicht für die Zukunft ausschließen, dass wir dann doch irgendwann ein Paar werden. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und wir treffen heute Mila. Mila ist ein Little. Das heißt, sie ist zwar 25 Jahre alt, aber sie verhält sich wie ein Kleinkind. Das heißt, sie trägt Windeln, sie nuckelt an ihren Schnuller und lebt das Ganze zusammen mit ihrem Daddy aus. Und wir haben Mila schon einmal getroffen, aber es kamen so viele Fragen von euch und deshalb haben wir entschieden, sie nochmal zu treffen. Und heute wird sogar ihr Daddy selber mit dabei sein. Ich bin total gespannt und ja, ich würde sagen, wenn ihr selber diese Statistik hier unten seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr könnt diesen Kanal unterstützen, indem ihr die Videos nicht nur schaut, sondern auch den Kanal aktiviert und die Glocke abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet, wir gehen los und treffen Mila. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, ihr beiden. Hi. Alles klar soweit? Ja. Ja, und bei dir? Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Ich bin Mila, ich bin 26 und ich bin gerne klein. Ich bin Paul, 51 und versorge Mila als Kleinkind. Okay, Paul, ich sehe dich jetzt, die Zuschauer aber nicht. Woran liegt das? Es gibt einfach sehr viele Vorurteile bezüglich Pädophilie und so und ich bin beruflich etwas exponiert. Deswegen möchte ich einfach aus beruflichen Gründen nicht erkannt werden. Okay. Paul, du bist der Papi, du bist 51, Mila, du bist Little und 26. Wir beide kennen uns von dem Interview und du warst im Nachbarraum. Heute bist du mit dabei und ich freue mich. Ich habe einige Fragen, die mir im Kopf noch rumgeschwirrt sind und einige Fragen der Zuschauer zusammengesammelt und die werde ich euch heute präsentieren. Wenn es eine Frage geben sollte oder auch zwei oder auch mehrere, die ihr nicht beantworten möchtet, dann sagt das bitte, dann müsst ihr das auch nicht. Aber ich freue mich, die Leute da draußen auch, wenn wir heute euch beide ein bisschen kennenlernen und wenn ihr bereit seid, dann legen wir direkt los. Gut, dann würde mich als allererstes mal interessieren, Mila, wie ging es dir denn nach unserem Interview? Also wie war das für dich? Also ich war eigentlich richtig geschockt, dass so viele Leute geguckt haben. Ich habe irgendwie gedacht, dass es so fast niemand sich anguckt und dass auch so viele Kommentare gekommen sind. Aber es hat mich voll gefreut. Und ein paar Leute haben mich auch wiedererkannt. Auf der Straße? Ja, nee, nicht auf der Straße, aber so Bekannte haben mich halt angeschrieben, ob ich das war. Und die waren so interessiert. Und dann dachte ich zuerst, dass sie mich jetzt vielleicht komisch finden, aber die mochten mich immer noch genauso wie vorher. Geil, das freut mich. Ja, du hast ja auch eine sehr sympathische Rolle da abgegeben, also, muss ich sagen. Du liest mir was vor und manchmal werde ich auch gebadet. Wenn ich jetzt deinen Personalausweis sehe, bist du 25, ne? Also, du bist jetzt nicht irgendwie 14 oder so? Nein. Du bist 25. Okay. Ja, aber eigentlich fühle ich mich auch gar nicht wie 25. Also auch wenn ich jetzt nicht klein bin, fühle ich mich nie so ganz erwachsen, sondern immer ein bisschen wie so ein Teenager, ja? Paul, du warst beim letzten Gespräch im Nachbarraum gewesen und jetzt heute hast du dich durchgerungen, auch mit dabei zu sein. Wie kommt es dazu? Ja, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen und fand viele Fragen eigentlich berechtigt und möchte deswegen dann auch beantworten. Okay, ja, einige Fragen gingen ja auch genau in deine Richtung. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich aber euch beiden erstmal die Frage stellen, was ist denn dieses Little-Sein? Also wie würdet ihr das jemandem erklären, der vielleicht diesen ersten Teil noch nicht gesehen hat? Soll ich oder willst du? Du machst es. Okay, also es gibt halt verschiedene Arten von Kleinsein, aber bei uns ist es so komplett unsexuell und das ist auch kein Fetisch oder sowas, sondern es ist eher so eine Art Entspannung oder Bewältigungsstrategie, sodass ich mich dann einfach entspannen kann. Und es geht eher so um unsere Bedürfnisse, dass ich halt irgendwie das Bedürfnis danach habe, klein zu sein. Und Papi versucht halt, die Bedürfnisse so zu erfüllen. Und Paul, was sind so Dinge, die du dann als Papi machst? Also wenn ich bin jetzt kein Papa, aber wenn ich überlege, was macht ein Papa? Ein Papa bringt das Kind zur Schule. Aber wenn wir von Kleinkindern reden, da ist es ja noch ganz andere Sachen. Was sind so deine Aufgaben? Ja, also zunächst mal ist ja meine Aufgabe, sie in den Little Space zu bringen. Das heißt, sie möchte sich klein fühlen und muss dafür erstmal angetriggert werden. Nicht wie beim Rollenspiel, dass sie einfach sagt, ich bin jetzt klein, ich tue so, als wenn ich klein bin, sondern das
ist ja so eine bestimmte, so ein Mindspace. Das merkt man auch, wenn man diese Trigger setzt, dass die Stimme anders wird und dass die Augenbewegungen sich auch verändern. Also eher wie so eine Art Trance kann man sich das vorstellen. Und dann geht es darum, so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen. Das ist so das Wichtige. Ja. Darum geht es eigentlich in der Hauptsache, auch Kuscheln und Intimität so unsexuell eben. Und in dem Moment ist sie eben auch wie ein Zweijährige und kann sich nicht selber versorgen. Es geht auf jeden Fall darum, auf alles aufzupassen, sie anzuziehen, ihr was zu essen zu geben, mit ihr zu spielen, sie zu füttern, sie zu wickeln und so weiter. Also alles, was man mit kleinen Kindern jetzt auch machen würde. Das heißt, diese ganzen Tätigkeiten, die ich mache, führen eben dazu, dass sie sich entsprechend umsorgt fühlt. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei euch beiden aus? Meistens komme ich so von der Schule zurück und dann macht Papi mir Essen. Und dann währenddessen male ich was oder spiele was und dann essen wir und dann werde ich gewickelt und danach noch gebadet und wir schauen noch fern, so Kinderserien. Was machen wir noch? Ja, wir gehen auch mal spazieren. Mhm. Oder oder wir machen einen Ausflug. In den Zoo zum Beispiel, ne? Mhm. Erklärt mir doch mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Weil, Mila, du hast dann irgendwann für dich rausgefunden, du findest das schön, als Little unterwegs zu sein. Aber da hast du ja nicht automatisch einen Papi, weil das muss man ja ganz kurz noch erklären. Ihr seid nicht verwandt, ne? Genau. Ich war so im Internet unterwegs und da habe ich dann so eine Seite gefunden, die dann für Littles und Mamis und Papis ist. Und da habe ich mich dann angemeldet. Und dann haben wir so miteinander geschrieben und dann habe ich sofort gemerkt, dass Papi ganz lieb ist und habe mich sofort ganz sicher gefühlt und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir einen Ausflug gemacht und der war so toll und dann haben wir uns immer öfter getroffen und ja. Und Paul, wie kamst du auf die Plattform? Nach was hast du gesucht? Also ich hatte auch schon die Vorstellung, mich um so ein Mädchen zu kümmern. Und es war natürlich auch ein Prozess, das erstmal rauszufinden, sich überhaupt darauf einzulassen, zu überlegen, was will ich überhaupt. Und habe mich dann auch auf der Plattform angemeldet und auch andere getroffen, aber dann festgestellt, das funktioniert gar nicht. Das ist gar nicht das, was ich will. Was meinst du da konkret? Also für viele ist es eben doch sexuell oder es geht darum, viele wollen nicht nur umsorgt werden, die wollen sich nicht sicher fühlen in dem Sinne, dass einfach da ist, der sich lieb um sie kümmert, sondern die wollen frech sein und wollen dann erzogen werden oder brauchen Schläge oder sowas. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich will nicht dominant sein, ich will niemanden erziehen oder was verbieten oder so. Und deswegen hat es eigentlich, und genauso hast du ja auch komische Männer kennengelernt erst, die was anderes wollten. Und dieses, das, was wir eigentlich gesucht haben, einfach sich aufeinander einzulassen, intime Beziehungen, ohne Sex, ohne Spiele, ohne Regeln. Also wir haben uns einfach gefunden und können das ausleben, was wir wollen und halten uns nicht daran, was so allgemein Regeln sind. Okay. Du hast gerade gesagt, du hast nach einem Mädchen gesucht. Natürlich hast du nach einer erwachsenen Frau gesucht, ne? Die aber sich so als Mädchen verhält, der du ein guter Papi sein kannst. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und ich möchte die Verantwortung übernehmen und mich darum kümmern und sehen, das, was ich tue, tut ihr gut. Hast du selber Kinder? Nein. Okay, das heißt, ist das vielleicht auch so ein gewisser Ersatz für dich in dieser Beziehung? Ich glaube, dass ich mit richtigen Kindern nicht gut zurechtkommen würde. Ich würde, also oder sagen wir anders, mit kleineren Kindern komme ich nicht so gut zurecht. Da bin ich unsicher und weiß nicht, was ich damit so recht anfangen soll. Und wenn ich schon sehe, was ich alles leisten muss mit einem Kind sozusagen, was vieles noch selber kann und selbstständig ist, glaube ich, wäre ich völlig überfordert mit einem echten Kind. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass man als Kleinkind erstmal Windeln hat. Und das ist ganz normal gewesen, so Kindheitsalter, so ganz, ganz Urerinnerung. Und dann irgendwann musste ich aufs Töpfchen gehen. So, den Prozess, den erinnere ich noch, weil das ist dann vielleicht im ersten Schritt ein bisschen blöd und man gewöhnt sich dann daran. Und ich würde niemals freiwillig irgendwie zurückwechseln wollen. Jetzt hast du aber schon gesagt, dass der Paul dich wickelt. Das heißt, großes Geschäft, kleines Geschäft? Nur Pipi. Okay. Und das lässt du dann einfach laufen? Mhm. Warum? Das muss ich wirklich fragen. Also, warum machst du das? Ist das nicht irgendwie... Ich stelle mir das so ein bisschen unangenehm vor, weißt du? Mhm.
Nein, das ist eher so, ich bin ja gerne klein, um zu entspannen. Und das ist dann so komplett loslassen. Ich muss an gar nichts denken, sondern ich weiß, Papi kümmert sich so um alles. Also das bedeutet dir scheinbar so viel, dass der Paul dann dich da wickelt und dann auch sauber macht und alles, dass du sagst, okay, lieber so als andersrum. Ja, irgendwie ist es dann nochmal so was noch Intimeres so und dann haben wir irgendwie so eine stärkere Verbindung ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so total wichtig für mich. Wenn Papi jetzt sagen würde, es gibt keine Winnies mehr, du musst aufs Klo gehen, wäre es auch okay. Okay, dann habe ich noch eine Frage fürs Grundverständnis. Seid ihr ineinander verliebt? Nicht so, wie man das normalerweise denkt, glaube ich. Ich glaube, so eine Mutter ist auch in ihr Kind verliebt und ein Vater ist in seine Tochter verliebt und die Tochter in den Vater. Auf der Ebene sicherlich schon, aber nicht auf so einer partnerschaftlichen Ebene. Also ihr würdet euch jetzt nicht als Pärchen irgendwie... Wir sind kein Pärchen, wir haben keinen Sex und haben das auch nicht vor. Im letzten Gespräch kam heraus, dass gerade dieses intime Thema nicht in diesem Setting, wie man euch jetzt hier sieht, stattfindet, sondern wenn dann... bist du die erwachsene Mila und Paul, du bleibst ja Paul, aber bist dann halt nicht der Papi. Auf der Ebene kann es dann schon dazu kommen, dass ihr Sex habt. Nein, das ist, glaube ich, in dem letzten Video nicht ganz richtig erklärt worden. Wir haben Sex, aber mit anderen. Also Mila kann sich einen Mann suchen und mit dem Sex haben oder ich kann mit irgendwem Sex haben, aber gemeinsam haben wir auch auf der Erwachsenenebene keinen Sex. Okay, das heißt, ihr hattet noch nie Sex? Nein. Okay, aber dann ist ja noch umso wichtiger, dass wir das heute nochmal besprechen. Also Paul, du hast mit anderen Frauen Sex, die haben nichts mit diesem Little-Sein zu tun. Und Mila, du hast mit anderen Männern Sex, die keine Papis sind. Ich könnte, wenn ich das Bedürfnis hätte oder irgendwann mal habe, aber gerade nicht. Okay, Mila, könntest du dir denn vorstellen, mit Paul alt zu werden? Wenn ich da noch klein bin, ja. Aber vielleicht geht es doch irgendwann mal weg. Kann das sein, dass es weggeht? Ja, glaub schon, weil ich kannte auch mein Little, die ist dann erwachsen geworden. Und ich glaube, irgendwann verliert man es vielleicht. Was ist denn, wenn Mila irgendwann sagt, nee, ich will nicht mehr? Dann müsstest du ja ein neues Little-Mädchen suchen. Das ist ja die Frage, was dann passiert. Möglicherweise bleibe ich ja sozusagen dann der Papi von einer erwachsenen Tochter, die einen Mann hat und auch Kinder bekommt, dann bin ich halt der Opa. Also das kann ja, die Dynamik kann ja bleiben. Ja. Vielleicht sagt sie auch, sie will dann gar keinen Kontakt mehr und damit abschließen. Dann müsst ihr überlegen, ob ich mir noch jemand Neues suche oder ob ich mich dann auch zu alt dafür fühle. Okay. Und was anderes mache. Ich will für immer ein Baby sein. Das darfst du gerne sein. Dadurch, dass ihr so viel Zeit miteinander verbringt, hast du natürlich auch nicht die Zeit oder vielleicht auch nicht die Lust, eine andere, aufrichtige, große Liebesbeziehung in einer Ehe oder so zu führen. Mich würde interessieren, wo für dich persönlich so der Vorteil bei dem Zusammenleben mit Mila liegt im Vergleich zu einer Beziehung, wie ich die so kenne. Ja, also ich habe schon versucht, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, aber ich weiß wirklich nicht genau, wo es herkommt und warum ich das will, aber ich glaube, es geht schon mehr darum, ich brauche jemanden, um den ich mich wirklich kümmern kann und der das Kümmern auch braucht. Und deswegen glaube ich, eine normale Partnerschaft ist nicht das Richtige für mich, weil ich da ja immer mit jemandem ausdiskutieren muss, was machen wir jetzt und wie läuft es. Und hier kannst du entscheiden. Hier kann ich entweder einfach das machen, was Mila möchte. Also Mila stellt Wünsche und ich entscheide, ob ich die erfüllen kann oder nicht. Und versuche natürlich, dich wie eine Prinzessin zu behandeln. Bitte? Du bist hier. Müssen wir eine kurze Pause machen? Achso, du hast Durst. Du hast Durst, ja. Ja, aber das ist aber nicht schlimm. Ich meine, ich habe das ja schon mal gesehen jetzt bei euch, aber die Zuschauer noch nicht. Das ist so ein ganz normaler, ja. Wenn du Durst hast, dann... Das sind so ganz, ganz wichtige Momente für jeden da draußen, um zu verstehen, wie euer Zusammenleben ist. Du hast jetzt so ein bisschen genörgelt durch deinen Schnuller, dass du Durst hast, statt halt aufzustehen und dir das zu holen. Aber das ist halt dann genau dieses Little-Sein und für dich als Papi selbstverständlich, dahin zu hören und dann das Trinken zu holen. Ja, also dieses Kümmern ist schon ganz wichtig für mich, dass ich weiß, ich habe jemanden, den kann ich mich kümmern und kann dann dafür sorgen, dass die Bedürfnisse erfüllt sind. Und wie soll man das sagen, diese Nähe oder diese Verantwortung hat man ja bei einer normalen Partnerschaft nicht.
da kümmert sich die Partnerin ja selber darum. Natürlich kann ich ihr was zu trinken hinstellen, aber normalerweise kümmert sich um alles erstmal selber. Du warst aber in einer Partnerschaft. Ich will da gar nicht zu tief einsteigen, aber Mila hat mir beim letzten Mal erzählt, dass es irgendwie, ja, dass das nicht so richtig gut rüberkam, dass ihr das hier zusammen so auslebt und du aber eigentlich noch diese Partnerschaft da im anderen Leben hast. Ich bin noch verheiratet. Wir haben uns getrennt, aber allerdings haben wir uns getrennt, bevor wir uns getroffen haben und auch aus anderen Gründen. Okay. Aber auch nicht im Streit, sondern wir haben noch eine enge Bindung, nur eben nicht auf einer Paarebene. Ich glaube, das letzte Video hat auch noch mal einiges ausgemacht. Das habe ich ja vor ein paar Tagen gezeigt. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Mhm. Und ich glaube, da hat sie noch mal verstanden, was es auch für Mila bedeutet. Das, sowas, ehrlich, Paul, das ist für dich vielleicht nur so klein, aber für mich sind es so ganz große Momente, wenn ich merke, dass irgendwie so ein Video im Internet für euch auch im privaten Leben irgendwie so einen Stein ins Rollen bringt und bei Menschen in eurem Umfeld vielleicht für Umdenken sorgt. Manchmal ist es ja auch eine Art Outing und das geht dann auf so einem Weg plötzlich und löst aber dann eventuell die eine oder andere Blockade. Mila, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Hast du den Paul auch mal vorgestellt? Oder wie haben die reagiert, als du gesagt hast, hey, ich bin einfach den halben Tag ein kleines Mädchen? Ja, also meine Eltern, die kennen Papi und die fanden es am Anfang erst komisch, dass er so älter ist. Aber dann haben sie ihn besser kennengelernt und dann fanden sie es auch ganz normal und mögen ihn voll und so. Okay. Aber die wissen schon, dass ich klein bin, aber wir reden nicht so darüber und die kennen mich nur als Erwachsene. Also wenn du da bist, dann bist du 26 und redest ganz normal. Ja, aber meine Schwester, die weiß es, dass ich klein bin und die kennt mich auch so und die war auch schon manchmal hier. Und die fand es am Anfang ganz doll und komisch, aber jetzt kann sie es eigentlich so akzeptieren. Ja, also ich habe nicht ganz so positive Erfahrungen gemacht. Die meisten aus meinem Umfeld, oder sagen wir anders, einige fanden es schwierig. Können es nicht verstehen. Was sind so negative Momente? Also das Typische ist, dass dieser typische Vorwurf, du bist pädophil, oder der Vorwurf, das ist krank, oder das ist irgendein komischer Fetisch. Wo kommt das dann in der Regel vor, dass Leute sowas sagen? Ich würde sagen, eher schon im Internet oder in einem Umfeld, wo ich die Leute nicht so gut kenne. Okay, ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass viele Leute auf dieses Video hier geklickt haben, weil sie irgendwie, wenn sie den Titel lesen oder irgendwie so ein Startbild sehen, dann das Gefühl haben, ja, das könnte vielleicht irgendwie sowas in Richtung Pädophilie sein. Und da möchte ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben zu erklären, warum es das aus eurer Sicht nicht ist. Also, dass der Verdacht naheliegt, ist uns natürlich völlig klar, wenn man so ein Bild sieht oder sich das vorstellt, was da passiert. Aber zum einen ist er für uns gar nicht sexuell. Also Pädophilie hat was mit Sex zu tun und das hat es für uns eben überhaupt nicht. Und es wird, glaube ich, einfach dieser intime Moment, sie hat untenrum nichts an und wird sauber gemacht oder so, ist für viele wahrscheinlich so ein Trigger, wenn da eine Windel im Spiel ist. Aber das ist für uns ja auch einfach nur eine Art von Versorgung. Die Proportionen sind ja gar nicht kindlich und deswegen ist es, glaube ich, da für uns ist das überhaupt kein Thema. Und wir kennen auch niemanden aus der Szene, der den Anschein macht. Die Zuschauer haben unter dem letzten Video ganz viele Fragen in die Kommentare geschrieben. Mila, warum wünschst du dir einen Papi und keine Mami? Das möchte jemand wissen. Also eigentlich wäre eine Mami für mich auch okay gewesen. Aber ich habe ja dann schnell Papi gefunden. Und ich glaube, es gibt doch einfach mehr Papis als Mamis irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, warum. Okay, und für dich, spielt das für dich eine Rolle, ob du einen Little Sohn hast oder eine Little Tochter? Also so zur normalen Versorgung vielleicht nicht, aber da wir auch viel kuscheln, habe ich irgendwie so ein, ist es mit Jungs nicht das Gleiche. Okay. Also das kann ich mir jetzt eher in so einer intimen Beziehung nicht vorstellen. Okay, da ist es dann schon für dich wichtig, dass es eine Frau ist, die da drin steckt. Ja, ich habe das ausprobiert und irgendwie habe ich bei Männern so ein, da kräuseln sich bei mir so ein bisschen noch die Nackenhaare. Okay, aber vielleicht ist es dann so, also vielleicht ist es dann doch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also wenn du, ihr habt halt keinen Sex, das habt ihr ganz deutlich gesagt und da ist so eine Trennung, aber vielleicht ist dieses Kuscheln und sich kümmern dann doch etwas, eine andere Art von Intimität und Nähe und ihr seid jetzt kein Pärchen, aber
lebt trotzdem so eine Art Beziehung. So, das kann man ja, also vielleicht ist es einfach sowas, was nicht genau ins Schema passt, aber dann ist es dir doch wichtig, dass da eine Frau drin steckt in dem Kostüm oder dem Kleidchen. Ich will dir da gar nicht zu nahe treten. Und dann ist es sowas dazwischen. Also es ist nicht ganz, es ist jetzt nicht asexuell, was ihr habt. Mhm. Okay. Nächste Frage an dich, Mila. Hattest du mit deinen anderen Daddys Sex? Das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil die nicht so mein Papi waren, wie Papi das jetzt ist, sondern da wusste ich noch nicht genau, dass es sowas Unsexuelles ist. Und da gab es auch nicht so eine Grenze. So bei Papi und mir ist ja klar, wir sind kein Paar. Und bei denen war es so, da wusste ich nicht genau, was es wird. Und dann hatte ich mit manchen schon was. Okay. Ja. Und daraus hast du dann als Fazit mitgenommen, dass es dir besser passt? Ja, weil dann ist es so gespielt wie so ein Rollenspiel oder so. Und da habe ich dann gemerkt, nee, für mich ist es nicht sowas, sondern sowas wie jetzt. Okay. Erregt dich selber das Little-Sein? Nein, nee. Aber manchmal bin ich ja auch groß und da kann ich dann auch schon so werden, aber wenn ich klein bin, nicht. Moment, das verstehe ich nicht. Also ich bin ja manchmal auch groß und da kann ich dann auch schon so werden, aber wenn ich... Achso, du kannst erregt werden. Mhm, aber wenn ich groß bin halt. Mhm. Und dann sind das eher gleichaltrige Männer oder Frauen oder ältere Männer? Das waren, so wie du mir erzählt hast, eher etwas ältere als du, ne? Mhm. Okay. Und wenn du jetzt groß bist, dann wäre aber Paul nie jemand, den du selber so attraktiv finden würdest? Vielleicht schon, aber ich kann ihn ja nur als Papi sehen. Ah, okay, auch wenn du erwachsen bist, kannst du ihn nur als Papi sehen? Okay. Ja, und ich würde sie auch immer nur so als Kind sehen, egal, auch wenn sie erwachsen ist. Aber wir schließen nicht aus, wenn du irgendwann mal diese Little-Sein nicht mehr brauchst, kann sich unsere Beziehung auch verändern. Also wir würden jetzt nicht für die Zukunft ausschließen, dass wir dann doch irgendwann ein Paar werden. Okay, also ihr versteht euch menschlich einfach, ihr seid da so auf einer Ebene, dass ihr das hier so austragen könnt und deshalb könnte es theoretisch sein, dass ihr auch mal ein richtiges Paar offiziell, wie man sich das so vorstellt. Ja, wir arbeiten nicht darauf hin, aber wir schließen auch nichts aus. Okay, ganz wichtig, Freunde, ihr könnt natürlich auch sehr gerne eure Fragen weiterhin in die Kommentare schreiben. Ich bin mir sicher, dass Paul und Mila da auch ein bisschen mit kommentieren können und vielleicht treffen wir uns auch irgendwann wieder und können dann nochmal auf neue Fragen eingehen. Also nutzt das sehr gerne. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Paul. Wie sieht das denn finanziell aus? Als Papi, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber als Papi zahle ich natürlich für mein Kind alles Mögliche. Wie ist es bei dir? Also wir haben ja jeder unser eigenes Einkommen. Mila hat ja auch ihre eigene Wohnung und wir finanzieren unser Leben erstmal komplett getrennt. Aber natürlich ist Mila Schülerin, ich habe ein gutes Einkommen und ich bin der Papi. Also wenn wir irgendwo hingehen, egal ob das jetzt Phantasialand Zoo oder ein Restaurant oder so ist, dann bezahle ich natürlich alles. Okay. Aber ich bezahle nicht Mila, ich gebe Mila kein Geld und bezahle jetzt auch nicht alle Klamotten oder so. Aber natürlich kaufe ich dir öfter mal was. Ja. Aber wie man das eben so in einer Beziehung macht? Wie man es in einer Beziehung macht oder wie man es als Papa macht? Ja, beides. Also als Papa würde man jetzt alle Kleidung bezahlen, aber wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, egal mit wem, und ich sehe was Schönes und ich habe mehr Geld, dann würde ich natürlich, egal ob es eine Daddy-Little-Beziehung ist oder ob es eine erwachsene Beziehung ist, würde ich auch, wenn ich eine Freundin hätte, ihr mal was Schönes kaufen. Okay. Also ihr seid schon, dann kann man schon sagen, dass ihr in der Beziehung seid, aber ihr seid nicht in der Beziehung, wie man sich das jetzt da draußen so auf den ersten Blick vorstellt. Also ihr seht euch schon auch in einer gewissen Form exklusiv so zusammen. Genau. Okay. Als Beziehungspartner, aber nicht auf einer Paarebene. Wärst du selber eifersüchtig, wenn Mila jetzt mit jemand anderem zusammen wäre und die Sex hätten oder intim werden würden, wie auch immer? Nee, ich wäre eifersüchtig, wenn sie einen zweiten Daddy hätte oder wenn sie in ihrer Beziehung dann das auch so ausleben würde. Aber wenn sie auf einer Paarebene einen Freund hätte, würde er mir ja nichts wegnehmen.
Genauso würde es mir auch gehen, wenn Papi einen Anachslittl hätte. Wäre ich so sauer, dann würde ich die beißen. Das würde mich richtig ärgern. Beißen sogar? Ja, okay. Sogar beißen. Aber wenn Papi eine erwachsene Frau hätte, dann wäre es okay, weil die ist ja dann erwachsen und langweilig. Aber das wäre aber auch ein bisschen doof, weil dann hätte Papi ja weniger Zeit für mich. Ihr beiden, jetzt würde mich aber abschließend noch interessieren, was ihr vielleicht Menschen da draußen mitgeben wollt, die vielleicht was Ähnliches empfinden, sich total unwohl fühlen, weil sie das nie irgendwie haben ausleben können. Gibt es irgendeine Regel, irgendeinen Tipp, wo ihr sagt, ey, achtet genau darauf, das wird super hilfreich sein? Also ich finde es ganz wichtig, dass man immer so auf seine eigenen Gefühle achtet und seine eigenen Bedürfnisse erkennt und dann auch das wirklich, also dabei bleibt, so jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe gemerkt, das ist was nicht Sexuelles und da darf ich mich auch von niemandem dazu bringen lassen, dass es irgendwie doch was anderes ist, sondern man muss immer auf sich selbst hören. Und wie geht's dir? Ja, auf der einen Seite sollte man sich trauen, sich Bedürfnisse auch einzugestehen und auch darüber zu sprechen und vielleicht andere zu finden, um nicht unglücklich zu sein, weil man was verpasst hat. Auf der anderen Seite sollte man aber dann auch den Kontakt zu irgendeiner Community suchen, wo viele Leute sind, die einem Tipps geben können, weiterhelfen können, damit man nicht an die Falschen gerät. Okay, also ihr sagt auch so durch die Blume, da muss man echt aufpassen, dass man gute Seelen trifft, weil sich der eine oder andere das vielleicht auch mal zu Nutzen macht. Aber ich kann von meinem Erlebnis mit euch beiden, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier bei euch zu Hause zu Gast sein darf, wirklich sagen, ich habe das Gefühl, das ist für euch eine Win-Win-Situation, weil ihr beide da super happy mit seid. Ihr trefft diese Entscheidung freiwillig und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ihr habt eure Regeln und das ist super. Und ja, ich bin total gespannt, wie ihr das heute gefunden habt, Freunde. Wir sind jetzt hier bei Paul und Mila zu Gast gewesen und ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Versteht ihr deren Art von Beziehung? Versteht ihr das Little-Sein? Versteht ihr, warum Paul das macht oder ist irgendwas noch nicht beantwortet worden? Hier sind jetzt noch irgendwo Videos eingeblendet, ihr Lieben. Ich kann euch sagen, ihr habt das richtig, richtig gut gemacht. Einmal, bumm, Faust darauf. Wir dürfen zur Verabschiedung aber noch kurz winken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Richtig gut gemacht. Danke. Vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht. Ja? Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön.